Servus an uns liebe Leute, hier ist wieder Dan28 und das hier ist Dan28Tube mit einem neuen Video. Dieses Mal zeige ich nach aller langen Zeit mal wieder ein bisschen Roblox. Genauer gesagt mal wieder auf meinem Server. Ich denke, ich werde auch hier eine neue Serie starten, wenn diese Videos gut ankommen. Mit Tri-City! Kurze kleine Info, Tri-City ist einer meiner ältesten vorhandenen Städte, genauer gesagt erfunden 2011. Ja. Jedenfalls habe ich dann diese Stadt mal hier, früher habe ich sie in Zeichnungen so und so gezeichnet und ja. Kurze Info noch, dieses Video hier wird nur interessant sein für die Leute, die Städte, Architektur, Polizei, Züge und Flugzeuge mögen. Wahrscheinlich. Deshalb nicht gleich ein Dislike geben, wenn es langweilig ist. Ich zeige halt hier in diesem Video meine Server. Das ist jetzt Teil 1, gebe ich offen zu, es wird 100% mehr darüber geben. Also jetzt fangen wir mal an. Übrigens, dieses Video wird ein bisschen länger dauern. Also ich bin hier gerade am Flughafen. Hier zu diesem Flugzeug komme ich später noch. Ja. Ich will jetzt aber erstmal dieses Sicherheitsauto abstellen, weil ich das später nochmal brauche. Denn ich fahre jetzt natürlich nicht um die ganze Stadt, sondern ich wechsle einfach das Team. Dort sind ja Teams. Nehmen wir zuerst das, was noch nicht so wirklich vorhanden ist. Das TCFD, also Tri-City Fire Department, das ist die Feuerwehr von Tri-City. Titty, nein, nicht Titty, sondern City. Natürlich, hier könnte ich mich so ein bisschen so sagen, ja, da ist keine Feuerwehr. Ja, weil die Feuerwehr ist noch nicht vorhanden. Trotzdem gibt es hier schon mal das Team von der Feuerwehr. Die Feuerwehr kommt aber im nächsten Update tatsächlich dazu. Und ja, nebendran ist dann hier eine Tankstelle. Das Modell ist nicht von mir. Man muss wissen, einige Modelle habe ich aus der Toolbox im Roblox Studio. Das Einzige, was ich halt dort gemacht habe, ist neu gebaut. Eigentlich war das total zerfallen und so. Und ich habe das einen kleinen Kick gegeben. Das da hier ist der Hafen, aber zu dem komme ich, einem anderen Teil. Ja, ihr müsst jetzt wissen, pro Erneuerung der Stadt mache ich halt natürlich auch ein Video, ehrlich gesagt, dazu, für die, die es interessiert. Wie schon gesagt, die es nicht interessiert, gebe ich offen zu, die müssen es nicht anschauen, weil jeder hat anderes Interesse und es gibt Leute, die mögen tatsächlich solche Videos, wo man seine Bauwerke zeigt und seine ganzen Städte. So, jetzt habe ich das Team gewechselt. Jetzt sind wir die Polizei von Tri-City. Im Übrigen ist die Stadt in drei Teile aufgeteilt, habe ich vergessen zu sagen. Die Innenstadt, das ist das, wo wir uns gerade befinden, nennt sich wie die japanische Hauptstadt Tokio. Ich kann nicht sagen, wie ich damals auf diesen Namen gekommen bin, aber ja, die Stadt heißt Tokio. Die Insel selbst heißt Tokyo Island und verdammt. Also das muss ich im nächsten Update auch noch ein bisschen hinbekommen. Das sollte eigentlich ein Riesenrad sein. Aber wie man sieht, ist das kein Riesenrad. Schade. Dann hier gibt es ein Einkaufszentrum.
Dort ist die. Ah, nee. Hier ist die Strecke der Hochbahn. Ach, das da drüben ist noch nicht. Das, da gehe ich noch nicht hin. Hier gibt es ziemlich viele Fastfood-Restaurants aus sämtlichen Videospieluniversen und Fernsehserien. Ja, zum Beispiel hier hat man das Steakhouse aus GTA San Andreas. Warte, ich muss kurz umdrehen. So. Hier zum Beispiel hat man ein Fastfood-Restaurant, das ich mal in der Serie South Park gesehen habe. Genauso wie das. Und das. Das hier wiederum ist von mir. Das hier, Catch Donuts. Das erschien mir mal vor ein paar Jahren in einem Traum. Ja, lol. Okay. Das hier kennen die Leute wahrscheinlich aus GTA 5. Denn das ist aus GTA 5. Ja. Das hier ist auch von mir. Jetzt soll ich sagen, KFC ist doch nicht von dir. Ja, nur dass dieses KFC nicht Kentucky Fried Chicken ist, sondern Kansas Fried Chicken. Das habe ich keine Ahnung, woher das herkommt. Eat. Ah, hier. Das da hier. Kommt aus Family Guy. Und das hier ist mein eigenes Werk, Crispy Dream. Für alle, die nicht wissen, was das ist, in den USA gibt es ein Restaurant, das sich Crispy Cream nennen tut. Und das hier ist auch mein eigenes Werk, Burger Chill. Da hinten Tanko Gasoline ebenfalls, aber der Body Shop ist aus Need for Speed Underground 2. Subway. Zeppelin Burger ist auch mein eigenes Werk. Und das hier ebenfalls. Das ist eine Anspielung auf eine ehemalige gute Freundin von mir, die ich ehrlich gesagt nicht besonders mag mittlerweile. Ja. Okay. Ich wechsle nochmal das Team. Jetzt geht's zum TCMTA, also Tri-City Metropolitan Transit Authority. Hat sogar sein eigenes Polizeiauto und einen Bus. Hier in dieser Gegend werde ich ja nichts zeigen, weil es gibt da nichts. Nur das da hier, dieser Bus. Hat voll funktionsfähige Zielanzeige. Okay, und das da hier. Das ist die Tokyo Bridge. Wir sind hier gerade in dieser Stadtteil hier. Da hinten ist übrigens der Flughafen und so. Dieser Bezirk hier nennt sich Newport. Und dann ist eben hier die Tokyo Bridge. Weil das da hinten ist Tokyo. Und ja. Kurz gesagt, jetzt wechsle ich wieder das Team. Jetzt geht's in das berühmte Empire City. Es ist natürlich nicht wirklich berühmt, weil ich meine, ihr wisst es nicht, wie es. Ihr kennt es ja nicht. Ja. Jetzt jedenfalls bin ich hier im Taxi-Team. Und ich werde auch hier wieder viele Gebäude erklären und so.
Und auch die ganzen Situationen der Gebäude und Dinge. Hier zum Beispiel hat man das Tri-City Cap. Wie man hier sehen kann, Cap. Und hier Cap. Das liegt daran, das hier ist ein stinknormales Taxi. Das hier ist ein Taxi-Polizeiauto, mit dem ich jetzt übrigens rumfahre. Es ist das exakt selbe Modell wie das, was da hinten an der Brücke stehen müsste. Aber dazu komme ich jetzt noch nicht. Also, wie schon gesagt, in diesem Video erkläre ich euch die ganzen Stadtteile und die Gebäude. Hier zum Beispiel gibt's einen Diner. Hier wird die Taxizentrale hinkommen. Hier gibt es Tough Nut aus GTA San Andreas. Der Stadtteil heißt Rolling Heights, was übrigens der Name ist von den Ballers aus GTA San Andreas. So hat es mich dazu inspiriert. Und es gibt hier ziemlich viele interessante Gebäude. Hier zum Beispiel ein stinknormales Haus. Das auch. Aber dann auch hier dieses zerfallene, ekelhafte, versiffte Haus. Ja. Da ist die Kirche aus South Park. Ja. Okay, mein Taxi hängt an der Hochbahn fest. Hier ist ein PetSmart. Und hier ein Super Safe aus GTA San Andreas und ich glaube aus GTA 3. Ach, übrigens, PetSmart ist ein echter Supermarkt. Das hier jedoch, Cats, ist aus Need for Speed Rivals. Ich fahre jetzt hier über den Empire Boulevard. Und hier gibt es auch zwei Supermärkte. Okay, da ist jemand auf meinem Server. Roblox ME 2. Ja, okay. Hier befindet sich ein Pokémart. Das ist übrigens eine von mir erfundene Supermarktkette, welche rund um das Thema Pokémon geht. Ja. Das hier ist ein Wall-to-Walmart. Viele werden jetzt so sagen, dass es Walmart sein soll oder dass es irgendwie ganz komisch ist. Dieser Laden ist ehrlich gesagt aus dieser Fernsehserie Cosmo und Wanda, habe ich halt mal gesehen vor einigen Jahren. Ja. Kommen wir aber jetzt zum restlichen Teil der Stadt. Da hinten ist wieder das Einkaufszentrum und das Riesenrad. Und auch wieder diese Hochbahnstrecke. So. Und auch wieder ein Bodyshop aus, wie ich ja schon mal sagte, Need for Speed Underground 2. Und hier ein The Yellow Butthole. Jetzt, was ist das für ein Laden? Das ist ein Hosengeschäft. Dort drin bekommt man Hosen. Hosen für den besten Preis. Und ja, ich sage es darüber nicht viel. Hier ist ein Jim's Donuts. Dieser Laden basiert an sich auf Jim Sticky Rings aus GTA San Andreas. Und hier ist nochmal ein Subway. Ja. Im Übrigen, wenn euch hier mehr interessieren tut, ich kann eines Tages natürlich auch nochmal ein Video machen, wo ich alles besser beschreibe.
Das ist halt jetzt nur der Anfang. Zum Beispiel kann ich euch jetzt noch nicht sagen, was das da hier ist für eine Fabrik. Also ich weiß, dass das da hier und das da hier schon mal nicht zusammengehören. Das hier wird halt irgendeine Fabrik werden. Und das da hier ist das Kernkraftwerk Tri-City. Das Kernkraftwerk von Tri-City ist allerdings noch im Bau. Viele von euch werden mir jetzt bestimmt so sagen, ja, ich habe ja voll wenig gebaut und habe euch voll wenig gezeigt. Da muss ich sagen, wir kommen erst langsam dem Ende zu. Also wir sind schon über die Hälfte. Nach 15 Minuten übrigens. Jetzt erkläre ich euch aber den Rest der Stadt. Hier zum Beispiel haben wir drei Restaurants. Hier hat man Shoney's. Und halt da hinten hat man meine Version von Whataburger. Und hier nochmal was aus GTA 5. Schulz. Dann hier zwei Wohnungen. Zwei Wohngebäude. Okay, eigentlich vier. Drei. Da kommt eine Eisdiele hin. Hier ist ein Afro-Burger. Und ein Diner aus GTA San Andreas. Ah, dieses Bekleidungsgeschäft hier werden wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Suburban. Nur innen halt ein bisschen anders eingerichtet. Und dann auch hier zwei riesige Wolkenkratzern. Das da hier ist der Empire Tower in Empire City. Und das da hier hat noch keinen Namen. Dann dort wird ein Lamborghini Autohaus kommen. Hier sind einige Gebäude, die nach dem Modell von GTA San Andreas sind, aus Las Venturas. Und dort ist ein Restaurant in einem Eisenbahnwagen. Der Name ist aus GTA 5. Der Wagen ist, glaube ich, von. Ja, halt von Roblox. Das hier wird jetzt das Schwierigste, den Berg hier hochzufahren. Selbst für mich ist das da hier einfach zu schwer. Weil ich es einfach nicht schaffe. Na toll. Ja, genau das habe ich gemeint. Also den Berg komme ich leider nicht hoch. Ja, ganz nice. Nein. Nein, 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 nein. Bleib. Nein. Alter. Okay, ich versuch's noch einmal. Wenn es wieder nichts wird, dann ist es auch egal. Aber ich habe keinen Bock, jetzt hier mehr mal. Ich komme da gar nicht mal mehr hoch. Irgendwas ist mit diesem Auto hier passiert. Ja. Mit dem Auto stimmt was nicht. Mit dem will ich nicht fahren. Nein. Übrigens, dort kommen Straßenbahnschienen hin.
Dann nehme ich halt das normale Taxi. Ich hoffe, du fährst normal. Ja. Das andere Taxi, der kann halt nicht mal so hoch, runter, hoch, runter. So, kann es nicht, das da. So, jetzt erkläre ich euch aber auch mal dann den Rest der Stadt. Hier. Hier ist ein King Ring, ebenfalls aus GTA San Andreas. Und hier das fiktive Star Center. 100% fiktiv, von mir erschaffen und so halt. Da oben auf diesem Berg sind eigentlich auch noch drei Bauwerke, die ich jetzt euch leider nicht zeigen kann. Jedenfalls beim nächsten Server-Update und so werde ich euch mehr über diese Stadt zeigen. Kommen wir nun zum Höhepunkt. Und das ist der TTT, nicht TTT, sondern TTE Airport. Wenn man hier zum Beispiel eben in das Team kommt, hat man hier das Spawn und hier eben seine Ausrüstung, was man sein will. Co-Pilot, Pilot, Airport Worker, Ground Crew oder Security. Ich selbst nehme gerade immer Ground Crew, obwohl ich auch die Flugzeuge fliege und so, aber auch hier an den Jet Race arbeite. Die Jet Race sind nämlich voll funktionsfähig. Man kommt hier raus oder man geht hier eben rein. Hat hier auch gleich das Gate. Und hier die Wartereihe. Und man hört sogar was. Das Gangway kann auch hier die Türen öffnen. Und hochgehen. Und runtergehen. Und auch eigentlich vor und zurück, aber das mache ich jetzt nicht. Jetzt gehe ich hier raus. Und gehe eben in das Security-Auto. Erstmal fahre ich noch ein bisschen über das Flughafengelände. Hier zum Beispiel kommt ein neues Terminal hin. Und ja. Da hinten wird ein Einkaufszentrum hinkommen. Dort ist auch ein Terminal. Terminal 2, Terminal 3. Das ist dann eben Terminal 4. Und das hier ist eine Boeing 777. Nee, nicht 777. 707. Der ich jetzt übrigens über die Stadt fliege. Bevor ich das mache, muss ich aber erstmal die Sichtweite erhöhen. Einen Blick über die Stadt zu bekommen. Normalerweise mache ich das realistischer und rolle erstmal schön langsam über das Rollfeld hier bis darüber. Aber ich will es jetzt schnell machen. Zu dem einen hier komme ich irgendwann noch ein anderes Mal. Jetzt eben hat man schon einen viel besseren Blick über die Stadt. Man sieht es eben hier auch, all die ganzen Bauwerke und so, über die ich ein anderes Mal reden werde. Jetzt sieht man auch übrigens die Bauwerke oben in den Hügeln, in den Bergen.
Man hat hier ein Observatorium, hier einen Schriftzug, einen Funkturm, eine Villa. Da hinten das Kraftwerk. Aber es ist halt auch so, beim nächsten Update wird auch hier halt mehr erscheinen. Hier zum Beispiel kommt dann ein ganzer Yachthafen hin. Beim nächsten Update, also meines Servers, werden auch hier mehr Gebäude sein. Und hier wird auch noch mehr gebaut. Im nächsten Video werde ich auch hier mehr ansprechen, was hier so alles ist. Ja, ich stecke fest. Ja. Also. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Wenn euch meine anderen Videos gefallen haben, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ah. Nee, noch nicht bis zum nächsten Mal. Sorry, ich wollte noch was sagen. Das nächste Video wird übrigens nicht gleich direkt morgen kommen. Nein. Also ich werde bestätigen, irgendwann später werde ich nochmal ein Video machen, wo ich auch einiges hier erkläre. Allerdings nicht wieder die Gebäude, die ich jetzt schon hatte. Zwar nochmal die ganzen Stadtteile und so, weil die Grenzen anders werden und andere Namen vorhanden sind. Und ich werde vielleicht auch da mal hier mit der Hochbahn fahren. Also jetzt. Bis zum nächsten Mal.